Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Fishing North Atlantic. Wir sind jetzt in unserem Fanggebiet angekommen und ja, mal schauen, wie wir jetzt hier vorankommen. Ich setze mal eben einen Kurs, würde ich sagen, um zu schauen, ob jetzt hier wirklich noch Fisch ist, beziehungsweise Hummer. Dann werden wir mal. Ja, wieso? Ich habe doch einen Wegpunkt ausgewählt. Untersetzen. Das kann man eigentlich auch von innen machen. Mal mit 3. Dann schauen wir mal. Eben Beleuchtung noch anmachen. Arbeitsscheinwerfer. So haben wir alles angemacht hier soweit. Dann gucken wir mal von außen. Da ist ein bisschen Hummer. Hier unten sitzt Hummer. Ja, da würde ich schon fast sagen, schmeiß mal hier mal eine. Ja, wobei, komm, lass mich mal fahren. Wobei 3 ein bisschen zu langsam ist. Machen wir mal 5. Hier ist noch Fisch. Dann werde ich hier die Reusen fertig machen. Dann feuern wir die mal raus. Dann schauen wir mal, was uns die Zukunft so bringt hier, ne? Oder wie viel Krabben das uns überhaupt bringt hier. Köder rein da. Da seht ihr jetzt hier, nehme geköderte Reuse, ne? Könnten wir jetzt nehmen. Wir warten jetzt wieder, bis wir die rausschmeißen können und dann schmeißen wir die raus. Wollen wir mal gucken, ob wir mit dem Shit hier was verdienen, ne? Oder eher nicht so. Ich würde gerne die Reuse rauswerfen. Wie gesagt, das ist jetzt die letzte Fahrt. Ich habe das die ganze Zeit immer alleine gemacht. Es wird Zeit, dass wir Mitarbeiter bekommen, ne? Ganz klar. Und dass wir uns aufs Fahren konzentrieren.
So, komm, Reuse. Füll dich wirklich mit Hummer. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dich mit Hummer füllst, ne? Nehme die geköderte Reuse. Nein, ich möchte die aber rausschmeißen. Dann legen wir uns gleich schlafen und dann werden wir 12 Stunden vordrehen. So, einmal raus mit dir. Ist schön hier mit dem Sonnenuntergang. Das ist doch die Schifferromantik, die wir uns wünschen. Herrlich. Wie haben wir dann 58 Kilo? Und wenn die jetzt die ganze Nacht und morgen den ganzen Tag da liegen, dann könnten wir Glück haben, dass wir hier wirklich Fisch drin haben, beziehungsweise Hummer, ne? Ist ja eher ein Krustentier. Oder ob wir jetzt die kleinen, das Kleinzeug alles bekommen, das müssen wir mal schauen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Es kann sein, dass wir jetzt die Jungtiere auch bekommen. Da hinten ist da wieder ein Fischerboot, ne? Schaut mal, wie schön der Untergang ist, verdammt. So, und den letzten. Die letzte Reuse für dieses Schiff. Da müssen wir das Schiff ja auch zurückgeben. Da schauen wir mal. So, geködert. So, unser letztes Schiffchen, Schiffchen sag ich schon, unsere letzte Reuse. Wenn wir mal hier den ausstellen. Dann drehen wir uns jetzt mal. Gerne hier die Ansicht ändern. Eben schnell hier die. Zack, alles weg. So, dann fahren wir jetzt zurück. Zur ersten Boje. Und, ja. Oh, da hinten kommt uns ein Schiff entgegen, ne? Der braucht jetzt nicht den Hummer zu fangen, den ich jetzt hier mir ausgelegt habe, ne? Dann ist schon Krieg hier auf dem Wasser. Sag ich dem aber.
Da hinten ist er. Dann werde ich mich jetzt gleich hier hinlegen. In der Hoffnung, dass wir dann morgen hier was rausziehen. Ne? Dann lassen wir die jetzt. Die Körbe, die bleiben jetzt circa 14 Stunden im Wasser. Und dann holen wir die raus. Dann würde ich sagen, wie gesagt, ich fahre jetzt zur ersten Boje, gehe da vor Anker und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Körbe heben. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Tschüss, ciao und bye bye.